Willkommen in einer vollkommen neuen Welt. Einer Welt, in der die Erde aufgehört hat, sich zu drehen. Jede Nacht dauert 6 Monate. In Miami haben die Menschen wieder mit Schnee zu kämpfen. Auch die Tage dauern 6 Monate. Die Erde verbrennt unter einer erbarmungslosen Sonne. Heute ist die Sonneneinstrahlung wieder besonders stark. Es ist eine Welt, in der viele Städte im Ozean versunken sind. Andere sind völlig ausgestorben. Die Luft ist zu dünn geworden zum Atmen. In dieser Welt sehen wir einer dunklen Zukunft entgegen und kämpfen in einer lebensfeindlichen Umgebung ums Überleben. Hier lang! Wir wollen zeigen, was passiert, wenn die Erde aufhört, sich zu drehen. Verändert sich ein einziger Faktor, gerät die Welt aus den Fugen. Es ist eine grundlegende Tatsache, Planeten drehen sich. Unser Sonnensystem bildete sich vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer rotierenden Wolke aus Gas und Staub. Die Rotation ging auf die entstehenden Planeten über und blieb bis heute erhalten. Am Äquator dreht sich die Erde mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1600 Kilometern pro Stunde. Doch die Erde dreht sich kontinuierlich langsamer. Etwa 2 Sekunden in 100.000 Jahren. Aber am heutigen Tag wird sich die Verlangsamung um ein Vielfaches beschleunigen. Und so wird die Erde in 5 Jahren aufgehört haben, sich zu drehen. Was wird mit den Ozeanen passieren? Unseren Kontinenten, der Luft, die wir atmen. Und was wird aus uns? Tag 1. Die Veränderung der Rotationsgeschwindigkeit ist kaum bemerkbar. Die Erde dreht sich weniger als 1 Kilometer pro Stunde langsamer. Doch die Folgen sind dramatisch. Am Flughafen Miami kündigen sich die ersten Probleme an. Miami Tower, American 553, Final Turn. Die meisten Verkehrsflugzeuge fliegen mit GPS-Systemen. Das GPS funktioniert über eine Reihe von Satelliten, die dem Flugzeug seine genaue Position melden. Entscheidend ist dabei vor allem eines, die Zeit. Die Satellitenuhren befinden sich in ständigem Kontakt mit der Erde. In den USA wird die Zeit von Atomuhren vorgegeben, den präzisesten Uhren der Welt. Dass sich die Erde langsamer dreht, bringt diese Uhren nicht aus dem Takt. Doch die Basisstationen, mit denen die Satelliten kommunizieren, befinden sich nicht dort, wo sie nach ihrer Berechnung sein müssten. Das GPS ist auf eine drastische Veränderung der Erdrotation nicht eingestellt. Das präzise kalibrierte System gerät außer Kontrolle. Die Folgen sind katastrophal. Tower, American 721, Landeflug wird abgebrochen. Computer navigieren Flugzeuge für die Landung nicht mehr zu den entsprechenden Flugplätzen. Hunderttausende Menschenleben sind in Gefahr, als klar wird, dass die Navigationssysteme der Flugzeuge rund um den Erdball nicht funktionieren. Sehr schön, James. Gehst du ins Wasser? Ja, um 9 bin ich da. 2000 Kilometer entfernt in Chicago fällt die Veränderung, die den Flugverkehr lahmlegt, vielen gar nicht auf.
Doch tatsächlich hat die verlangsamte Erdrotation unaufhaltsame Veränderungen in Gang gesetzt. Immer wieder passen wir unsere Uhren dem Rhythmus der Natur an. Die Tage werden fast unmerklich länger und wir haben noch die Zeit, uns darauf einzustellen. Doch was ist, wenn es morgens um 9 plötzlich dunkel ist? Was ist, wenn um Mitternacht die Sonne scheint? Was, wenn unser Verständnis von Zeit auf einmal nicht mehr stimmt? Wissenschaftler bestätigen eine extreme Verlangsamung der Erdrotation. Bestimmte Theorien sagen voraus, dass die Erde in 5 Jahren aufhören wird, sich zu drehen. Sollte das stimmen, ist die Katastrophe sicher. Wissenschaftler gehen davon aus, dass alle Länder der Welt betroffen sein werden. In der ersten Woche gibt es vermehrt Probleme in Städten überall auf der Welt. Die Tage werden länger. Keiner ist wie der Nächste. Sekunden und Minuten werden zu Stunden und Tagen. Der weltweite 36 Billionen Dollar Aktienmarkt befindet sich im freien Fall. Die unsichere Zukunft hat das Vertrauen der Investoren zerstört. Was passiert mit einer Welt, die nur 24 Stunden Tage kennt, wenn der Tag länger als 24 Stunden dauert? Nach 2 Wochen hat sich die Erdrotation um 15 Kilometer pro Stunde verlangsamt. Die Kettenreaktion beschleunigt sich. Aufgrund der Rekordmeldungen von 470 Unfällen wurde der Flugverkehr auf das Nötigste beschränkt. Jährlich sind fast 2,5 Milliarden Menschen in Flugzeugen unterwegs. Jetzt, wo das Sicherheitsrisiko steigt, werden viele Flüge gecancelt. Allein in Amerika gibt es pro Jahr mehr als 10 Milliarden Bus- und Bahnreisende. Aufgrund der Probleme im Flugverkehr steigen die Zahlen. Die Zeit wird zum ersten Problem auf einer Erde, die sich immer langsamer dreht. Doch bereits nach 2 Wochen weitet sich die Katastrophe aus. Die Weltmeere sind betroffen. Unser Planet ist leicht gewölbt. Zum Äquator hin ist er dicker als an den Polen. Die Erdrotation ist eine der Kräfte, die die Ozeane um den Äquator herum fixiert. Je langsamer sich die Erde dreht, desto mehr geraten die Ozeane in Unruhe. Das Wasser bewegt sich immer mehr in Richtung der Polkappen. Mehr als 1 Milliarde Kubikkilometer Wasser geraten in Bewegung. Nördliche Gebiete wie die kanadische Arktis sind so etwas wie der Seismograph für die Veränderungen. 3 Monate nachdem die Erde begonnen hat, sich langsamer zu drehen, schwappt das Wasser in der Arktis über die Ufer, wie bei einer überlaufenden Badewanne. Der Meeresspiegel steigt weiter an. Die kanadische Regierung hat eine vollständige Evakuierung der Arktis angeordnet. Durch die Verlangsamung der Erde droht eine weitere Gefahr. Mit dem sich ändernden Meeresspiegel ändert sich auch die Luft, die wir atmen. Unsere Atmosphäre ist gleichmäßig um den Planeten herum verteilt. Und sie rotiert mit derselben Geschwindigkeit. Durch die Verlangsamung der Erdrotation folgt die Atmosphäre den Ozeanen in Richtung der Polkappen. Als erstes sind tropische Städte betroffen wie Rio de Janeiro, Mumbai und Singapur. Das Atmen fällt hier immer schwerer. Weiter nördlich tauchen auch in höher gelegenen Städten langsam Probleme auf.
In den Vereinigten Staaten bekommen Kletterer in Colorado die dramatischen Auswirkungen zu spüren. Eine Höhe von 1500 Metern fühlt sich nun an wie 4500 Meter. Auf nur 2500 Metern werden Menschen höhenkrank. Knapp über der 5000 Meter Grenze kann man nicht mehr überleben. Junge! Die Welt verändert sich rasend schnell. Und das Schlimmste steht noch bevor. Vier Monate ist es her, seit die Erde begann, sich langsamer zu drehen. Die Rotation hat sich um 225 Kilometer pro Stunde verlangsamt. Jeder Tag dauert 28 Stunden. Das bedeutet 2 Stunden mehr Tageslicht und 2 Stunden mehr Dunkelheit als sonst. Durch die sich verändernde Zeit geraten unser Planet, die Ozeane und die Atmosphäre außer Kontrolle. Russische Behörden gaben bekannt, dass die großen Ölfelder des Landes jetzt unter Wasser liegen. Mit dem bevorstehenden Winter steht das Land somit vor einer Energiekrise. Trotz des Wassers und der dünnen Luft ist ein Großteil der US-amerikanischen Bevölkerung nicht in Lebensgefahr. Noch ist es möglich, sich anzupassen. Doch plötzlich taucht überall auf der Welt ein neues, tödliches Problem auf. Erdbeben. Selbst an Orten, an denen es vorher noch nie Erdbeben gegeben hat. Die Erde besteht aus 3 Schichten. Einem flüssigen Kern, einem festen isolierenden Mantel und einer harten äußeren Kruste. Alle 3 rotieren gemeinsam. Doch wenn sich die Erdrotation verlangsamt, verlangsamen sich auch die Bewegungen der einzelnen Schichten. Jedoch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, was zu massiven Reibungen führt. Die Erde reißt sich buchstäblich selbst von innen heraus auseinander. Die Küste vor San Francisco ist ohnehin ein erdbebenanfälliges Gebiet. Doch jetzt werden Wissenschaftler Zeugen von seismischer Aktivität, wie sie sie nie zuvor gesehen haben. Tiefe Risse im Ozean setzen enorme Hitze frei. Die von der Druckwelle getöteten Fische werden an Land gespült. Vulkanaktivitäten in und um Chicago blockieren viele Zufahrtswege. Experten raten heute nach Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Should do so. Doch geologische Katastrophen sind nur eine von vielen extremen Veränderungen, die die Verlangsamung der Erdrotation bewirkt. Die Bewegung der Ozeane ist ebenso dramatisch. Geringere Fliehkräfte bedeuten, dass sich das Meer vom Äquator hin zu den Polkappen bewegt. Der Ozean in der Arktis war einmal 4500 Meter tief. Jetzt sind es über 13.000 Meter. Das Wasser kommt von den südlichen Ozeanen. Flachere Gewässer wie der Ärmelkanal vertrocknen aufgrund der Bewegungen in Richtung der Pole. Zum ersten Mal seit Beginn der Zeitrechnung ist Großbritannien Teil des europäischen Festlandes. Irland und England sind miteinander verbunden. Jetzt kann man von London nach Paris laufen. Doch nicht nur Europa ist betroffen. Durch die Bewegung der Ozeane in Richtung der Pole befinden sich die berühmten Strände von Miami jetzt im Inland.
Kuba und Florida sind nicht mehr durch den Ozean voneinander getrennt. Und Mexiko ist um ein Drittel seiner Landfläche gewachsen. Nicht nur das Wasser ist in Bewegung. Mit der Verlangsamung der Erdrotation konzentriert sich die Atmosphäre nun im oberen und unteren Drittel der Erde. Das sind die einzigen Gebiete, an denen die Menschen noch atmen können. New York, London, Toronto. Diese Städte sind bewohnbar. Doch Mexico City und andere Großstädte weiter südlich sind verloren. Die Luft ist zu dünn zum Atmen. Die US-Metropole Denver wird auch Mile High City genannt, weil sie eine Meile über dem Meeresspiegel liegt. Mit der verdünnten Atmosphäre fühlt es sich jetzt an wie 5 Kilometer. Der Luftdruck ist so hoch wie auf der halben Höhe des Mount Everest. Experten gehen davon aus, dass die Luft in tiefer gelegenen Staaten wie Kansas, Nebraska und Oklahoma weiter zum Atmen ausreicht. Aus Richtung Norden wird das Land überflutet, vom Süden kommt dünne Luft. Doch noch gibt es bewohnbare Gebiete im mittleren Teil Nordamerikas. Diese Gegenden werden nicht überflutet. Man bezeichnet sie als die bewohnbare Zone. Denen, die in Denver bleiben, ist der Tod sicher. Kommt, los geht's! Für die Jungen und die Alten sind die Auswirkungen bereits jetzt lebensbedrohlich. Alles okay? Bald wird die dünne Luft für alle tödlich sein. Die US-Regierung empfiehlt die Evakuierung des Südwestens. Davon sind 25 Millionen Menschen betroffen. Die Verlangsamung der Erdrotation führt zu enormen Reibungen zwischen den äußeren Erdmänteln und dem inneren geschmolzenen Kern. Vulkanausbrüche und Erdbeben haben Straßen und Schienennetze zerstört. Die großen Highways des Landes wurden gesperrt. Alle Autofahrer sollten vor den Gefahren der Straßennutzung gewarnt sein. Aus dem ganzen Land werden Erdbeben, Vulkanausbrüche und gewaltsame Zwischenfälle gemeldet. Die Regierung kann Reisenden keine hinreichende Unterstützung garantieren. Wer sich auf den beschwerlichen Weg in die bewohnbare Zone macht, wird Zeuge der geologischen Verwerfungen, die die Verlangsamung der Erdrotation mit sich bringt. Während Erdbeben den Norden der USA verwüsten, lassen die zurückweichenden Ozeane die Küsten verlassen und vertrocknet zurück. New York, Boston und Halifax liegen nun weit im Landesinneren. Australien bildet mit Indonesien einen neuen Kontinent. Das einst flache Küstengebiet Asiens ist schon lange keine Küste mehr. Nach nur 4 Monaten sind Hongkong und andere wichtige Häfen ausgetrocknet. Der Schiffsverkehr ist auf der ganzen Welt zum Erliegen gekommen. In manchen Teilen der Welt droht den Menschen ein ganz anderes schreckliches Schicksal: Tod durch Sonneneinstrahlung. Normalerweise schützt ein unsichtbares elektrisches Feld die Erde vor der Sonne, die Magnetosphäre. Die Erdrotation erhält diese Schutzschicht. Sie wird erzeugt durch die schnelle Rotation des inneren Kerns der Erde. Die Magnetosphäre schirmt vor dem Sonnenwind ab.
Doch je langsamer sich die Erde dreht, desto schwächer wird das magnetische Feld. Das Schutzschild der Erde geht kaputt. Tropische Städte wie Miami sind nicht von Wasser bedroht. Die Stadt befindet sich am Rande des Festlandsockels des Atlantik. Jetzt liegen viele Kilometer dieses Sockels frei und die Stadt ist von Land umgeben. Hier kann man die Luft noch atmen. Dafür ist aber die Sonne lebensgefährlich. Der Sonneneinstrahlungsindex zeigt heute 8 an, also extrem hoch. Menschen, die sich im Freien befinden, sollten sich vollständig bedecken und sich nicht länger als 15 Minuten in der Sonne aufhalten. Und denken Sie daran, Sonnencreme bietet keinen Schutz. Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Erde begonnen, sich langsamer zu drehen. Sie ist jetzt über 340 Kilometer pro Stunde langsamer. Die Gestalt des Planeten verändert sich weiter. Die Ozeane sind weiter in Bewegung. Seit einem Jahr konnte man von England nach Frankreich laufen. Das wird bald nie wieder möglich sein. Zuerst sind die flacheren Gewässer um das europäische Festland herum ausgetrocknet, weil sich der Nordatlantik in Richtung der Polkappen bewegte. Doch jetzt werden durch den Anstieg der Polarmeere Großbritannien und weite Teile Europas von einem neu entstandenen Ozean überflutet. London liegt unter Wasser. Auch Berlin ist versunken. Ebenso wie Moskau. Die historischen Städte Nordeuropas liegen jetzt alle auf dem Grund eines neuen Meeres. Hunderte Millionen von Menschen haben hier gelebt. In Nordamerika kommen die ersten Überlebenden, denen die Flucht gelang, in Kansas an. Ein Universitätscampus wurde umfunktioniert. Wissenschaftler arbeiten daran, eine Zufluchtsstätte an dem ihrer Meinung nach sichersten Ort der USA einzurichten. Keine Flut, ausreichend Sauerstoff und erdbebensicher. Doch auch sie sehen sich einem enormen Hindernis gegenüber. In der von Verwüstung gezeichneten Welt gibt es keine Nahrungsmittellieferungen. Straßen sind unpassierbar geworden. Sämtliche Nahrungsmittel müssen vor Ort angebaut werden. Die Katastrophe nimmt ungeahnte Ausmaße an. Diejenigen, die es bis hierher geschafft haben, sind auf sich allein gestellt. Sie werden es schwer haben, aber sie gehören zu den Glücklichen. Nur 2,5 Jahre hat es gedauert, bis sich die Erdrotation auf 320 Kilometer pro Stunde verlangsamt hat. Das sind mehr als 1200 Kilometer pro Stunde weniger als zu Beginn. Manche Länder sind im Meer versunken. In anderen ist die Luft zu dünn zum Atmen. Die Überlebenden haben noch mit anderen Auswirkungen der Verlangsamung zu kämpfen. Auf der ganzen Welt haben die Menschen Schlafprobleme. Jeder Tag und jede Nacht dauern nun länger als 50 Stunden. Menschen sind nicht darauf eingestellt, in einer Welt zu leben, in der es mehr als 60 Stunden lang ohne Unterbrechung hell ist. Es ist wie ein schwerer Jetlag, nur dass er nie verschwindet. Dort, wo das Land noch nicht überflutet wurde und die Luft noch nicht so dünn zum Atmen ist, haben die Menschen mit dem Schlafmangel zu kämpfen. Sie
Sehstörungen und Verlust der Kontrolle über die Muskeln sind die Folge. Geht es Ihnen gut? Solche Probleme kennen sonst nur Astronauten, U-Boot-Besatzungen oder Arktisforscher. Das Gehirn ist wie betäubt von der Müdigkeit und Eindrücke können nicht mehr verarbeitet werden. Doch auch die Tiere leiden unter den Veränderungen. Die verlangsamte Erdrotation beeinflusst die Migration vieler Säugetiere. Jetzt werden die Tage länger, nicht kürzer. Viele Zugvögel sterben bei dem Versuch, in den Süden zu fliegen. Wenn die eisigen Nächte hereinbrechen, erfrieren sie. Andere Arten ereilt dasselbe Schicksal. Karibus, Monarchfalter und Zebras werden als Folge der Veränderungen aussterben. Mit der Bewegung der Ozeane zu den Polen entsteht ein neuer Megakontinent in den mittleren Breitengraden der Erde. Aus San Francisco macht sich eine Gruppe Meeresforscher auf den Weg dorthin. Diese Überlebenden wollen ganz neu beginnen. Und zwar dort, wo früher der Meeresgrund war. Die Chancen, dort zu überleben, sind größer als in einer der Großstädte. Das Vorhaben gleicht einem Akt der Verzweiflung. Doch auf diesem stark veränderten Planeten gibt es kaum Alternativen. Seit die Verlangsamung der Erdrotation vor 2,5 Jahren begann, hat sich die Welt drastisch verändert. Und dabei steht das Schlimmste noch bevor. Vor 4 Jahren begann die Erde sich langsamer zu drehen. Die Erdrotation beträgt nun 60 Kilometer pro Stunde. Die Sonne bleibt jetzt 13 Tage lang am Himmel. Darauf folgen 13 Tage Dunkelheit. Die 4 Jahreszeiten, wie wir sie einst kannten, gibt es nicht mehr. Das Klima bestimmt sich durch hell und heiß oder dunkel und kalt. In den langen Nächten sinken die Temperaturen auf bis zu minus 55 Grad. Es ist schwer, sich an diese Bedingungen anzupassen. Die meisten Tierarten schaffen dies nicht. Die, die die Flut überlebt und Luft zum Atmen gefunden haben, fallen jetzt der bitteren Kälte zum Opfer. Tiere, die Winterschlaf halten, haben bessere Chancen. Sie können lange Zeit ohne Nahrung leben. Doch auch ihre Zukunft ist ungewiss, da ihr Lebensraum entweder überflutet oder die Luft zu dünn zum Atmen ist. Auch die Pflanzenwelt ist stark betroffen. Mais und Weizen brauchen viel Sonne, um zu wachsen. Die Regenwälder erfrieren und erholen sich nie wieder. Nur die winterfesten borealen Wälder in Kanada und Nordamerika könnten die Kälte und Dunkelheit überleben. Doch sie wurden von den Ozeanen verschlungen. Pazifik und Atlantik fließen ineinander und überfluten nordamerikanische Städte. Toronto, Halifax, Boston. Weitere Millionen Menschen in den USA und Kanada kommen ums Leben. Auch New York wird vom neuen Ozean überschwemmt. Doch hier ist das Wasser nur 100 Meter tief.
Dadurch sind die Wolkenkratzer nur zur Hälfte unter Wasser. Chicago liegt am südlichsten Zipfel der großen Seen. Jetzt wird auch diese Stadt vom Wasser verschluckt. Wer bis jetzt geblieben ist, muss die Flucht ergreifen. Das Wasser läuft in die U-Bahn-Schächte und bahnt sich seinen Weg durch die Kanalisationen. Halt dich fest, komm schon! Weg von hier! Wir müssen von hier verschwinden! Bald wird die ganze Stadt unter Wasser sein. Schneller! Schneller! In dieser Welt breiten sich riesige Ozeane immer mehr aus. Und es existiert kaum noch ein sicherer Ort. Durch die dünne Luft sind fast ganz Afrika, Australien und Südamerika unbewohnbar geworden. In der Nähe des Äquators ist die Luft so dünn wie in 10.000 Metern Höhe. Das ist höher als der Gipfel des Mount Everest. Großstädte bleiben zerstört und verwaist zurück. Doch am Äquator, wo einst das Meer war, entsteht jetzt ein neuer Kontinent. Dort gibt es ein paar Orte, an denen die Luft dicht genug ist zum Atmen. Eine Gruppe junger Forscher macht sich mit dem Schiff auf den Weg Richtung Westen. Sie wollen eine neue Kolonie errichten, wo einst der Ozean war. Die Reise ist voller Hindernisse. Das GPS funktioniert aufgrund der Veränderungen auf der Erde nicht mehr. Auch auf Karten können sie sich nicht verlassen, da die Ozeane ständig in Bewegung sind. Und in dieser unberechenbaren Welt ist das Wetter immer schwieriger vorauszusagen. Die Erdrotation sorgt für ständige Windbewegungen Richtung Osten in der nördlichen Hemisphäre und Richtung Westen in der südlichen Hemisphäre. Dieses Phänomen wird durch die Corioliskraft hervorgerufen. Wenn sich die Erdrotation verlangsamt, werden die Windbewegungen ungleichmäßiger. Neue Hochdruckgebiete entstehen und fegen über den Planeten. Wilde Stürme tosen über die Meere. Sie können bis zu eine Woche andauern. Das Wetter ändert sich überall auf der Erde drastisch. 13 Tage Dunkelheit sorgen für klirrende Kälte auf dem ganzen Planeten. In Miami haben die Menschen wieder mit Schnee zu kämpfen, weil ein neuer nächtlicher Sturm über das Land fegt. Man geht davon aus, dass der Blizzard 12 Tage andauern wird. Das ist so lange, bis die Sonne aufgeht. Städte wie Miami sind auf ein solches Wetter nicht eingestellt. Die meisten Häuser sind ohne Heizung. Es ist ein weiterer Schlag, den die Menschen einstecken müssen. Und das Leben wird immer schwieriger werden. Vor 4,5 Jahren hat die Verlangsamung der Erdrotation begonnen. Früher betrug sie 1600 Kilometer pro Stunde. Jetzt dreht sie sich kaum noch. 16 Tage lang steht die Sonne am Himmel. Die Veränderungen bewirken das Abfließen der Ozeane in Richtung der Polkappen. Zwei neue Ozeane sind entstanden. Kansas liegt nun an der Küste des riesigen Nordmeeres.
Der Ozean ist 16 Kilometer tief. In den USA ist nur noch eine Fläche von 800.000 Quadratkilometern bewohnbar. Das ist weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Landmasse. Siedler haben eine Umgebung geschaffen, in der sie Nahrung anbauen können und die ihnen außerdem Schutz vor extremer Hitze und klirrender Kälte bietet. Die neu entstandenen Ozeane stellen die reichhaltigste Nahrungsquelle dar. Durch die Überflutung der Kontinente sind sie voller Nährstoffe. Die Fische haben reichlich zu fressen. Nach der Zerstörung der Ökosysteme der Küsten, die entweder überschwemmt wurden oder vertrockneten, starben die Warmwasserfische. Doch Kaltwasserfische wie Dorsch, Makrele oder Thunfisch konnten überleben. Männer und Frauen, die einst in der Landwirtschaft tätig waren, fischen jetzt dort, wo der Ozean auf die Ebenen des Mittleren Westens trifft. In den langen, kalten Nächten arbeiten die Menschen in Gruppen, um in dem eisigen Wasser Fische zu fangen. Ihre Beute bringen sie in ihr neues Domizil. Bei Temperaturen von bis zu minus 55 Grad riskieren sie ihr Leben. Eine solche Kälte hält der Körper nur wenige Minuten aus. Doch der Fischertrag reicht längst nicht aus für die immer weiter ansteigende Zahl von Flüchtlingen in Nordamerika. Die Zeit wird knapp. Durch die sich verlangsamende Erdrotation stellt sich der Schneefall irgendwann ein. Die durch die Rotation erzeugte Corioliskraft kontrolliert das Wetter. Nun gibt es sie nicht mehr. Stürme können wieder vorausgesagt werden. Die extrem geringe Erdrotation sorgt für eine stabilere Wetterlage. Doch es gibt noch immer starke Temperaturschwankungen zwischen den heißen Tagen und den kalten Nächten. Durch die stabile Wetterlage gibt es weniger Niederschlag. Meist geht der Regen über dem Ozean nieder, denn es gibt keinen Wind, der die Stürme an Land trägt. Das spärliche Regenwasser in Kansas wird gesammelt für die Trockenzeit. Die Situation ist dramatisch. Die Meeresforscher, die von San Francisco aus ihre Reise antraten, sind inzwischen auf dem Megakontinent gestrandet. Sie suchen den ehemaligen Meeresboden nach allem ab, was sie zum Überleben brauchen können. Sie haben die riskante Entscheidung getroffen, an einem Ort zu leben, wo früher einmal der Ozean war. Anders als in Kansas müssen sie sich hier auf die Dinge verlassen, die sie mitgebracht haben oder die sie finden können. Ihre Zukunft ist ungewiss. Sicher ist nur, dass sie sich auf dem größten bewohnbaren Stück Land der ganzen Welt befinden. Bewohner der noch nicht versunkenen Großstädte, wie zum Beispiel Miami, haben das schwerste Schicksal. Ihr schaut euch die Kisten dort an. Vielleicht finden wir ja was. Und ihr kommt mit mir. Hier ist das Leben vollkommen aus den Fugen geraten. Okay, Leute, packen wir es an. Es gibt kaum etwas zu essen. Die Elektrizitätsversorgung ist unzuverlässig. Sauberes Wasser ist nur schwer aufzutreiben. Nahrungslieferungen gibt es nicht. Weder auf dem Land noch auf dem Seeweg. Das durch Technologie erschaffene Luxusleben gibt es nicht mehr.
das, was das Überleben in Miami derzeit noch ermöglicht, wird eines Tages aufgebraucht sein. Die Zeit wird knapp. Als das Ende in Sicht ist, entscheiden sich einige Überlebende, die Stadt zu verlassen. Sie müssen einen Ort finden, der nicht mitten auf dem Festland liegt. Um in dieser bizarren Welt zu überleben, muss man in der Nähe des Wassers sein. Doch ein solcher Ort ist tausende Kilometer weit entfernt. Die Ozeane gehören zu den letzten Quellen für tierisches Eiweiß. Wo früher der mittlere Pazifik war, entsteht eine neue Kolonie. Es wird ein kleines Basislager zur Unterbringung errichtet. Durch Windenergie wird Elektrizität erzeugt. Der frühere Meeresgrund trocknet aus. Bald wird es hier am Rande des neuen Nordmeeres möglich sein, Landwirtschaft zu betreiben. Doch mit Hereinbrechen der Dunkelheit wird das Überleben für die Menschen durch das harte Klima sehr schwer. Über 16 Tage lang ist es klirrend kalt. Es existiert nur provisorischer Schutz auf den weiten Ebenen des Megakontinents. Wenn die Erde den Stillstand erreicht, werden noch dramatischere Veränderungen eintreten. Seit 5 Jahren dreht die Erde sich immer langsamer. Nun ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sie den Stillstand erreicht. Ozeane, Atmosphäre und Klima werden sich nicht weiter verändern. Ein riesiger Kontinent umspannt jetzt die Erde. 2 Ozeane reichen von den Polen bis zu den mittleren Breitengraden. In Äquatornähe ist die Luft zu dünn zum Atmen. Über die Hälfte des neuen Kontinents ist unbewohnbar. Die Erde selbst rotiert nicht mehr, aber sie kreist noch immer um die Sonne. Ab jetzt ist es ein halbes Jahr Tag und genauso lange Nacht, wenn die Sonne auf der anderen Seite der Erde steht. Tag und Nacht, wie wir sie einmal kannten, gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es den Jahresrhythmus. 6 Monate Sonnenaufgang und Tag, 6 Monate Sonnenuntergang und Nacht. Die Strahlen der Sonne sind unerträglich. Temperaturen steigen bis auf 55 Grad. Dort, wo die Sonne scheint, wüten starke Stürme. In den Gebieten, wo die Sonneneinstrahlung schwächer ist, sind die Auswirkungen weniger dramatisch. Auf dem neuen Kontinent in der Nähe von Hawaii regnet es einen ganzen Monat. Es ist dasselbe Prinzip wie ein Hurricane, der noch in tausenden Kilometern Entfernung Stürme erzeugt. Der Regen reicht für das restliche Jahr. Andere haben nicht so viel Glück. Die Menschen in Kansas befinden sich tausende Kilometer nördlich vom heißen Strahl der Sonne. Ihnen wird klar, dass es bei dieser stabilen Wetterlage hier niemals wieder regnen wird. Die Siedler können nicht einmal das Wasser aus dem Ozean entsalzen. Die Elektrizitätsversorgung ist zusammengebrochen und es fehlt an Energie. Es gibt jetzt nur noch eine Art von Wetter und diese wird komplett von der Sonne bestimmt. Weder Wind noch Druckentwicklung existieren. Und mit der langen, kalten Nacht kommt der letzte, tödliche Schlag. Die Temperaturen fallen auf minus 55 Grad. Das ist 20 Grad kälter als ein durchschnittlicher Winter in der Arktis.
Der Ozean bei den Polkappen gefriert und bleibt ein ganzes Jahr vereist. Wer auf der stillstehenden Erde in Kansas lebt, ist verloren. Die Kolonie im mittleren Pazifik ist nur 1700 Kilometer vom Strahlungsbereich der Sonne entfernt. Hier können die Menschen fischen, ohne sich durch das Eis kämpfen zu müssen. Ein Jahr geht vorbei. Mehr als 6,5 Milliarden Menschen sind tot. Die wenigen Überlebenden haben einen der letzten Orte der Erde erreicht, wo Luft und Klima ein Überleben ermöglichen. Es gibt einen Kreislauf aus dunkel und hell, kalt und warm, nass und trocken. Und dieser Kreislauf bleibt bestehen bis an das Ende der Zeit. Wenn sich unsere Erde plötzlich langsamer drehen würde, entstünde ein vollkommen neuer Planet. So etwas wird niemals eintreten. Doch dieses Szenario demonstriert, wie sensibel das Gleichgewicht ist, das das Leben auf unserer Erde ermöglicht.